Fischgill im Tiroler Paznaun. Prototyp eines erfolgreichen Freizeitdorados. Im Sommer genauso wie im Winter. Ein Paradies für Urlauber aus aller Herren Länder. Ischgl bewegt. Nicht nur Gäste aus aller Welt, sondern vor allem Umsatz, von dem das ganze Land profitiert. Wertschöpfung, von der die Menschen hier leben. Das wird gerade zwischen den Saisonen, kurz vor dem Winterstart, so deutlich wie sonst nie. Es wird gebaut und wer den Straßenverkehr länger im Tal beobachtet, sieht, die Handwerksbetriebe der Region sind in Bewegung. Der Tourismus ist für unser Unternehmen sehr, sehr wichtig, weil wir haben weder Industrie noch sonst was bei uns herum. Wir leben von Gastronomiebetrieben, von Beherbergungsbetrieben, also komplett vom Tourismus. Und wenn wir den nicht haben, dann glaube ich, darf es düster ausschauen bei uns. Nicht? Sicher bis zu 85% haben wir da schon ein bisschen Gedanken gemacht, sein Bau mehr im Tourismus. Also unser Unternehmen, mein Unternehmen steht und lebt mit dem Tourismus. Also wenn es keinen Tourismus mehr gibt, dann ist auch mein Unternehmen zu Ende, das ist ganz klar. Wir können nur durch den Tourismus expandieren, was auch ständig gemacht wird, und können auch nur ständig mit dem Weiterleben des Tourismus bestehen. Die gesamte Region Tirol ist eine Tourismushochburg. Kein anderes österreichisches Bundesland verzeichnet so viele Nächtigungen wie das selbsternannte Herz der Alpen. Die Wertschöpfung im Land wird auf 4,5 Milliarden Euro geschätzt. Damit wird jeder dritte Euro in Tirol direkt oder indirekt in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft verdient. Und jeder vierte Vollarbeitsplatz in Tirol wird vom Tourismus geschaffen. Die Branche sorgt auch in Zeiten globaler Finanzturbulenzen für wirtschaftliche Stabilität und Wohlstand in den Tälern. So sehen das vor allem die erfolgreichen Unternehmer des Landes. Nachdem ich über 5 Jahrzehnte im Unternehmen tätig bin, habe ich den ganzen Aufschwung ja live miterlebt, von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Und ich muss halt sagen, unsere Firma wäre heute nicht annähernd dort, wo sie jetzt ist, ohne den Tourismus in Tirol. Gerade in den Tälern Tirols sind Alternativen zum Tourismus nahezu unvorstellbar. Jedenfalls in den Augen vieler Einheimischer. Speziell im Tiroler Oberland ist es so, dass wir fast nur vom Tourismus leben können. Wir haben sehr viele starke Betriebe, aber die hängen letztendlich alle am Tourismus. Wenn der Tourismus nicht mehr da ist, braucht es auch unser Unternehmen nicht mehr. Und unsere 350 Mitarbeiter braucht es dann auch nicht mehr, weil letztendlich alles am Tourismus hängt. Uns braucht man da, also unsere regionalen Handwerksbetriebe brauchen wir bei uns da und nicht sonst irgendwo. Also wir hätten sicher nichts zu tun, wenn wir nicht den Tourismus hätten. Zurück in Paznaun. Hier laufen die Vorbereitungen für die nächste erfolgreiche Wintersaison auf Hochtouren. Und das sichert Arbeitsplätze. Über 400 Millionen Euro investierte hier allein die Silvretta Seilbahn AG von 1989 bis heute. 80% der Aufträge werden im eigenen Land vergeben und 570 Mitarbeiter beschäftigt. Der Anteil des Tourismus am Gesamtumsatz der Region ist mit über 70% sehr hoch und macht deutlich, dass die Erfolge im Tourismus in Paznaun die Lebensgrundlage sichern. Der Winter als Jahrhundertglück, der Tourismus als Wohlstandsmotor. Für Tirol geht diese Gleichung auf und ist nach wie vor gültige Erfolgsformel.